Frage an die Lichtregie. Können wir für den Hauptraum etwas mehr Licht bekommen? Wird's jetzt Licht? Oh ja, ich sehe Sie, das ist wunderbar. Okay, nun haben wir uns alle gemeinsam freuen dürfen. Es ist nach 9 Uhr, das akademische Viertel haben wir eingehalten. Ich begrüße Sie alle recht herzlich hier im Apollo-Theater zum Eröffnungstermin Grundwassermanagement Stuttgart 21. Gegenstand der Veranstaltung sind heute und in den folgenden Tagen 3 auf das Grundwassermanagement bezogene Änderungsanträge zu den Planfeststellungsabschnitten 1.1, 1.5, 1.6a. Einzelheiten zu diesen Vorhaben werden nachher vom Vorhabensträger der Bahn unter Top 3 vorgestellt. Ich selber heiße Henriksmeier, Joachim Henriksmeier, bin Beschäftigter beim Regierungspräsidium Stuttgart, dort im Referat 24. Ich werde die Verhandlungen in den nächsten Tagen leiten. Ich werde hier unterstützt von den Kollegen auf der Bühne, Frau Weil, und bei Ihnen unten im Saal. Wir sind erkennbar an diesen weißen Schildern, die wir an der Kleidung tragen. Auf der rechten Seite sehen Sie die Vertreter des Vorhabensträgers der Bahn, die sich jetzt bitte selber kurz vorstellen möchten. Herr Penn. Ja, schönen Dank, Herr Henriksmeier. Sehr verehrte Damen und Herren, Herr Henriksmeier, darf Sie auch recht herzlich hier begrüßen. Mein Name ist Stefan Penn. Ich bin von der Deutschen Bahn und der verantwortliche Gesamtprojektleiter für das Großprojekt von Stuttgart bis nach Ulm. Erlauben Sie mir, dass ich 2, 3 Worte, bevor ich meine Truppe hier an Sie vorstelle, an Sie richte. Der Erörterungstermin findet statt für die Wasserrechte für 1.1, 1.5 und 1.6, die Planfeststellungsabschnitte. Die bestehenden und die planfestgestellten Wasserrechte werden in aktuellen Kenntnissen angepasst und in zentralen Grundwassermanagementanlagen auf die Fläche des früheren Südflügels erweitert. Das ist der Inhalt dieses Planfeststellungsverfahrens. Die Offenlage war es bereits seit September, Oktober 2012 und ist auf sehr große Resonanz gestoßen. Circa 10.000, ein paar mehr Einwendungen von insgesamt 4.000 Einwendern haben wir bekommen, die Vorhabenträgerin. Alle Einwendungen, ohne alle, wurden von uns im aufwendigen Prozess ausgewertet. Häufig wiederkehrende Einwendungen haben wir auch im Internet dargestellt. Die haben Sie, glaube ich, sehen können. Viele, viele Einwendungen zu Wasserwirtschaft, Geotechnik, Vegetation, Bäumen, Mineralschutz und solche Sachen haben wir extra Fachleute, die ich Ihnen gleich vorstelle, auch heute nochmal zu intensiven Fragen und Beantwortungen mitgebracht. Viele, viele Fragen, viele, viele Antworten und wir haben Ihnen auch in einem TV-Termin mal vor einem Jahr was vorgestellt zum Grundwassermanagement und wie gesagt auch auf der Internetseite einiges vorgestellt. Ich bitte Sie alle miteinander, diese Chance zu nutzen und freue mich auf eine sachliche Diskussion für die vorliegende Planänderung. Wir werden gemeinsam mit den hier Anwesenden die Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ich darf Sie kurz vorstellen. Der Moderator sozusagen von uns, von der Bahnseite, ist der Herr Gerrit Engel, ganz hier auf der rechten Seite, von der DB Projektbau, verantwortlich für das Grundwassermanagement. Daneben der Herr Daniel Weschenbach, auch fürs Grundwassermanagement, in der DB Projektbau, von der Deutschen Bahn. Rechtsanwältlich vertreten werden wir durch den Herrn Josef Walter Kirchberg von Kaspar Knacke, bekannt aus vielen anderen beim Feststellungsverfahren und Erörterungstermin. Da drehe ich mich mal um. Und es unhöflich ist, jemanden vom Rücken vorzustellen, habe ich hier vorne in der zweiten Reihe den Dr. Westhoff von der AGBUG als Sachverständiger für Wasserwirtschaft, auch bekannt aus dem TV-Spot in TV-Rico, den wir gemacht haben. Nebendran haben wir den Herrn Dr. Wenderoth, ebenfalls von der AGWUG, Fachexperte für Grundwasserströmungsmodelle. Dann haben wir wieder jemand von der Bahn, den Herrn Türk. Der Herr Türk macht bei uns die Planfeststellungsverfahren und die Planänderungsverfahren
zusammen mit dem Eisenbahn Bundesamt, gehört auch zur Deutschen Bahn. Und ganz rechts, auch aus dem Funk und Fernsehen, kann ich ja jetzt sagen, bekannt, Herr Siegert, der Baumsachverständige, Sachverständiger für Landschaftspflege, Baupflege und Baumstatik. Ja. So, in der dritten Reihe, das ist keine Wertung, die Herren, habe ich den Herrn Professor Wittke. Ich fange mal beim Alter an. Von EWG, bekannt als ich der... Ich darf da mal reingrätschen. Herr Kirchberg, würden Sie das bitte lassen? Es ist ein Zeichen von gegenseitiger Höflichkeit, den anderen auch ausreden zu lassen. Und hier geht es nur um die Vorstellung der beteiligten Person. International bekannt als Tunnelbau, Experte für Tunnelbau auf der ganzen Welt. Der Dr. Martin Wittke von der WBI haben wir auch noch mit dabei als Sachverständigen für Tunnelbau. Dann haben wir von der Firma CDM Herrn Professor Wolfgang Krajewski, Geologie, Geotechnik, aus der Fachhochschule, Hochschule Darmstadt, Fachhochschule gibt es gar nicht mehr, ne? Entschuldigung. Und sein Kollege, den Herrn Gilbert von CDM, ebenfalls für die Geotechnik. Das ist unser Team. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Dr. Kirchberg. Ja, ich freue mich, dass wir alle hier heute am Montagmorgen zusammensitzen, dass Sie mit Ihrer Anwesenheit Ihr Interesse an diesem Verfahren unterstreichen. Ich möchte an dieser Stelle auch die Vertreter der Presse herzlich begrüßen. Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott. Zum Ablauf heute, ich verweise auf die hinter mir stehende Tagesordnung. Die Tagesordnung wird unterbrochen durch eine einstündige Mittagspause, die die Sitzung hoffentlich angenehm unterbrechen wird. Danach gehen wir in die zweite Tageshälfte, die um 3:30 von einer halbstündigen Kaffeepause unterbrochen wird. Und umständlich wird es eine weitere Pause geben, nachdem wir heute die Möglichkeit haben, etwas länger zu sitzen. Zur Ordnung im Saal möchte ich darum bitten, heiße Getränke und so weiter zur Vermeidung von Flugverlusten ausschließlich im Foyer einzunehmen. Ebenso bitte ich sehr freundlich darum, Abfälle und sonstige Devotionalien in die dafür vorgesehenen Behältnisse zu entsorgen, sodass wir heute Abend den Saal so verlassen können, wie wir ihn vorgefunden haben. Des Weiteren möchte ich aus brandschutzrechtlichen Gründen dafür sorgen, dass Sie die Gänge frei halten, etwaige Taschen etc. nehmen Sie bitte unter Ihren Sitz. Der Brandschutz ist ein wichtiger Faktor. Wem sage ich das? Deswegen werden Sie für dieses Anliegen verstärkt Sinn haben. Okay, nach der Begrüßung möchte ich auch kurz einige verfahrensrechtliche Probleme hinweisen. Wenn kein Widerspruch erhoben wird, stelle ich hiermit die Öffentlichkeit her. Es gibt ein Mikro hinter Ihnen. Sie dürfen den Verfahrensantrag gerne stellen, wenn ich mit meinen Ausführungen fertig bin. Danke. Ich stelle fest, es richtet sich kein Widerspruch. Damit stelle ich hiermit die Öffentlichkeit dieser Sitzung her. Der guten Ordnung halber möchte ich darauf hinweisen, dass jede Form von Bild- und Tonaufnahmen bis auf die Tonaufnahme für das Wortprotokoll, die nach Fertigstellung gelöscht wird, verboten ist.